Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Sims 3 mit auf die Route. Wir haben ja gesagt, nachdem wir hier unsere Burg angefangen haben zumindest, man erkennt auch schon die Burg so ein bisschen, möchte ich gerne noch ein paar neue Sims erstellen. Kann ich den auch so zusammenlegen? Warte mal. Ja, ich kann nur Kopikation nicht zusammenlegen, was? Ja, das sind die. Oh Leute, man kann auch so Gemeinschaftsdinge hier reinpflanzen. Oh, das ist krass. Ich kann ja auch einen Schrottplatz platzieren. Hier sind ein paar Lichtbugs, aber ist ganz cool. Annehmen. Guck, wir haben jetzt einen Schrottplatz tatsächlich. Was bist du? Trainingsgelände. Ein Spielplatz. Da haben wir noch einen Friseursalon. Das ist krass. Zwischenlager Tiere. Eine Feuerwache? Haben wir eigentlich so eine Feuerwache eigentlich? Na, wird die Feuerwache aber dort haben. Jetzt wusste ich nicht, dass wir hier noch Gebäude hinpflanzen können. Dann mal gleich die Stadt erweitern. Ja, bearbeite. Nebenbei trinke ich mal Stoff von meinem Milchkaffee. Was bevorzugt ihr eigentlich einen Milchkaffee, wenn ihr sowas trinkt? Mehr Milch oder mehr Kaffee? Ich persönlich mache, wenn ich mehr Kaffee mache, kein Zucker rein, wenn ich mehr Milch mache, mache ich tatsächlich auch ein bisschen Zucker rein. Und wenn ich ein bisschen Milch mache, mag ich es tatsächlich auch kalt. Oh, guck mal, ist sogar auch gleich richtig rum, oder? Ja, annehmen. Guck mal, da war gleich eine Feuerwache, ey. Was gibt's denn noch? Reitsport, Reiter. Reitzentrum, Fest. Hier war noch so parkmäßig was. Halt ein Pflaumenteich. Den will ich eigentlich ungern hier haben. Wir haben eigentlich hier oh, was ganz Schönes bisher. Gut erweitert. Ja, ich wollte Sims erstellen. Was war hier? Oh Leute, hier gibt es tatsächlich noch Häuser. Ich kann das platzieren. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wir machen nachher noch Zimmerstellung. Ich habe noch keine Idee, wie ich mein Zimmer stellen will, aber ich habe gerade Stadt bearbeiten, gerade für mich entdeckt. Ich setze mir noch ein paar Gebäude dahin können wir nachkaufen. Das Gebäude sah einfach nur cool aus gerade. Geschweige, wir können ja aus Sims erstellen, um die alle einzeln lassen, wa? Guck
kann man tatsächlich auch machen, die ganzen leeren Häuser kaufen. Wir behalten diese Burg und das. Den Rest lassen wir überall Sims einziehen. Da bauen dann selber nachher noch Häuser. Können wir auch Miete verlangen? Fragen über Fragen. Das werden wir jetzt noch herausfinden. Mit bearbeitet. Sehr gut. Bearbeite bitte schneller. Sims dauert immer ein bisschen, bis wir wissen. Vor allem die Sims 3 dauert ewig lange. Alter, sieht das cool aus. Haus für Kinder und so ein Zeug. So, lassen wir es mal hier. Was haben wir noch? Alter, das sieht alles cool aus. Das aber auch. Haben wir hier noch so ein kleines Grundstück? So groß, aber. Wie wird das hier aussehen? Das machen wir dann so. Alter, statt bearbeiten dauert einfach ewig. Diese Ladezeit ist das Einzige, wenn mich an diesem stört. Muss das so lange sein? Kann man das nicht fixen? Keine Ahnung. Vielleicht ist ja einfach nur mein PC zu schlecht. Das Aber hier noch so viel Platz irgendwie. Ich meine, ist ja schon richtig rum. Das ist ein Hinterecke hier, ne? Ich möchte aber gern Vorderecke. Oh Mama, dauert das lange. Nee, das sind jetzt jedes Mal so lange. Jawohl, wir belassen es doch. So, wir nehmen jetzt einfach das an. So. Kann ich auch das Grundstück rausnehmen? Bauen, kaufen, online stellen, PDT, Grundstück entfernen. Eigentlich würde ich gerne nur das Haus nochmal entfernen wollen. Ah, egal. War das so ein großes Haus? Abbrechen. Jetzt halt die schwarze Leere. Wie groß bist du? 30 mal 20. 30 großes Grundstück, den ich sehen kann. Ja, wir können es mal platzieren und mal gucken, wie das aussieht und dann entscheiden. Ne, warte, ich will nicht drin. Ich will mein... Das ist hier Eingang, wa? Ja, genau so.
Das passt da auch gut hin ausnahmsweise. Wie viele coole Häuser es einfach gibt. So, jetzt kommen wir zum Sim erstellen. Den wichtigen Teil. Was soll man denn bei uns Vornamen? Überlege. Kubligat. Oh, was ist mit denen los? Das sieht aber auch cool aus. Das ist die Familie Brown. Eigentlich würde ich gerne mal so einen Hippie haben. Ja, so einen richtig krassen Hippie. Mit so einem Strohhut. Also wir haben ja Herr Gischt, so das Böse. Da haben wir uns, wir sind Arzt. Und der Hauptcharakter sei mit dem Sohn und einer Frau. Die Frau ist Präsidentin, Chefin von alles. Wir brauchen noch einen Gesetzeshüter. Und der muss natürlich schwarz sein. Bin ich ganz eurer Meinung. Aber mach mal so dunkel, nicht ganz dunkel. Kann ich den auch Hyakuya nennen? Dass er dann irgendwie mein Bruder ist? Ach, zufälliger Name, das ist hier. Randall, nee. Bernhard Brandfort. Bradford. Jack Motter. Edward Kaufmann. Ja, Edward Kaufmann, das ist sein Name. Ne, passt nicht ganz. Derek Erwin. Ricky. Erik. Adola Lugo. Ulbert. Ulbert Voss. Ne. Heiner. Volkmar, Sören, Manu, Alfred, Alberto Fuchs. Was ist so ein Eis Kongo? Alberto Kongo. Alberto Kongo. Das ist sein Name. Er wird ein Polizist. Oder? Eigentlich gefällt er mir schon vom Aussehen her. Kleider. Eigentlich ganz super alles. Wir gehen eigentlich in die Persönlichkeit durch. Der Typ gefällt mir, Alberto Kongo. Was ist denn der? Der ist athletisch. Charismatisch. Soll er freundlich? Nee, freundlich will ich eigentlich nicht mal. Ein guter Küsser? Ja, gibt her. Ein Romantiker ist er auch. Eigentlich soll er auch einen Sinn für Humor haben. So. Nachrichtensprecher. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Spitzenspion. Ein Spezialagent. Ja, okay, kann er haben, warte mal. Kleidung. Ist hier so eine frische Sonnenbrille?
Spezies. Vielleicht noch für so eine coole Sonnenbrille. Muss auch abgedunkelt sein. Wie so eine komplette komische Taucherding. Ne, ich glaube, der kann auf jeden Fall unser Geheimagent hier. Dann gehen wir gleich zum nächsten. Unser Kongo Boy ist da. Was gibt's denn noch? Koch. As you have. Ach, nee, so Mulpisch will ich nicht haben. Ich hätte gerne. Orgler! Ja, du kannst echt ein Koch sein. Und ich heiße auch nicht Kongo mit Nachnamen, du heißt. Ja, wie heißt du denn? Spaghetto. Nee. Die von Pisanlehnung. Ich frage mich, ob man auch Quang nachmachen könnte. Können wir jetzt mal gucken, ob wir auch Quang auch hinbekommen. So, wir nehmen mal die. Ein mit Nachnamen auf jeden Fall Wasser. Und. Moritz, Vorname. Ja, die Haare passen schon, aber warte, ihr kriegt gleich noch einen Bart. Aber nicht viel. Ja, das hat doch was, wa? Das ist unser Koch. Sieht aber auch aus wie ein Koch. Körperhaarung, lass mal aussehen, was haben wir da noch? So, das ist doch mehr was für ein Koch. Augenfarbe würde ich gerne grün geben. Die Kleidung her ist cool, Persönlichkeit, so. Er kriegt auf jeden Fall schon mal einen begabten Koch. Begeistert ist er auch. So ehrgeizig. Ucha. Machen wir nochmal fürsorglich. Nee, Künstler ich wirklich nicht geben. Loser auch nicht. Ja, ordentlich eigentlich. Das gehört ja zum Koch dazu. Oh. Disco. Huh. Ein gefeierter 5-Sterne-Koch. Dann haben wir den Herr Kongo, Moritz Wasser. Er ist Mitbewohner und. Was haben wir denn noch? Ach ja, Au Quang wollten wir noch. Audi Quang. Das ist eigentlich cool, ein Audi Quang. Mal gucken. Garaba. We know. Hey, Senior. So
fag dag. Au di quang. So. Quang ist einfach kräftig, so. Ein bisschen laurig ist er auch. Jawohl. Hat die besten Jahre hinter sich, aber so einen richtigen, so was haben wir hier? Ja, das würde ich jetzt eher sagen, Frau. Gibt es noch weiter Tiefen? Nichts mehr zu langen Haaren, wa? Höchstens sowas kann ich ihm geben. Sieht aber auch schon aus, als seine Bestjahre hinter sich. Wie sieht das denn aus beim Alten? Ja, wir geben mir einfach, was ist das? Können wir Licht noch geben? Nee. Einfach nichts Passendes zu Aura. Da halt so ein langen Ziegenbart gibt's nicht. Oh, passt mal auf. Das ist ganz andere Idee. Wir können ja versuchen, Mihawk zu machen. Wie heißt er mal? Ja, egal, wir nennen mal die Dracula. So, passt schon. Mihawk, die Dracula. Aber er ist dann mehr ein Erwachsener. So. Jawohl, der sieht doch mal aus. Das ist so ein Standardpolizist. Haare. Also was auch immer kommt, ich gebe mir ja schon so einen Hut, ne? Versuche ich. Pass mal auf. Mihawk hat ja sowas. Jawohl, es hat ein bisschen Ähnlichkeit in New York, oder? Ah, ist ein bisschen mehr. Ich will mal gucken, weil hier auch kein auch Hüte gibt. Und zwar die hier bei doch um die Haare. Jetzt muss natürlich die Form stimmen. Also kannst du Sano machen. Anstatt Mihawk. Egal, war nicht Mihawk.
kriegt. Das, was ich genommen habe, ist eine veränderte Farbe. So. Was ist das? Das ist doch. Ich weiß es nicht. Der sieht krass aus, auf jeden Fall. Aussehen. Haben wir ja. Kleider. Da gibt's ja auch so eine. Mal sehen, was ist denn passend? Hier gibt's auch noch was in Rot-Schwarz, oder? Habe ich doch mal gesehen gehabt. Jawohl, das sieht mega gefährlich aus. Das ist doch einer, der aus dem Business kommt. Das sieht man den doch wohl an, oder? Der Typ kommt aus dem Business. Jawohl! Eigentlich sieht das doch so schon mal ganz gut aus. So. Ja, guckt ihn euch an! Das ist my boy! Wenn er wo eingeladen ist, wie soll er da auftreten? Ich würde sagen, fast schon zurück mit dieselben Klamotten. Same. Na, soll er sich eine Lederjacke gönnen. Jawohl, das ist ein cooles Aussehen auf jeden Fall. Was mit dem Bart und dem Hut? Das sieht fett aus. Aber das in so einem Rot. Jawohl. Ey, er sieht ja mega cool aus. Schlafanzug. Yipso. Ey, er zeigt eine ganz andere Art und Weise von sich. Mardunsa. Oh. Ja, eigentlich würde ich gerne, dass er seinen Hut beibehält. Aber jetzt sieht er einfach aus. Medio. We locked up. Das soll auf jeden Fall eigentlich auch seinen Hut tragen.
Brunard Dar. So, so. Ja, der sieht doch noch was aus. Nur was soll der werden später? Aria. Tollpatschig und Tierfreund. Koblut. Oh. Perfektionist. Kann auch ordentlich kriegen. Wir können auch geschickt gehen. Ich würde noch Genie geben wollen. Machen wir. Was haben wir denn hier? Das haben wir schon. Nee, der Zoologe. Was haben wir denn hier? Der Katzensammler. Leben im Luxus. Kann ja direkt da machen. Eigentlich will ich gerne was mit im Job mäßig gleich auf was machen. Halt die Nachrichtensprecher. Gibt es denn nicht überlegen. Heiratsschwindler. Herzensbrecher. Na, Game Man, das doch. Ich würde sagen, da haben wir drei neue Leute. Sashto! Kann ich Beziehungen nur von den dreien bearbeiten?
Eigentlich sollen die ja keine Beziehung miteinander haben. So. Komm mal her, Kongo. So, die verbinden wir. Ein Koch, ein Agent und ein Künstler. Da geht's schon los, Herr Gicht hat schon. So. Wir sagen jetzt gerne mal zum Spiel, wir speichern nochmal. Dann brauchen wir auch noch 3 neue Schlafzimmer. Also der Künstler kann im Turm wohnen. Unser Meisterkoch. Wir haben ja auch noch so einen freien Raum, den kann er ja haben. Also im Haupthaus. Und der Spion kann ja auch im Turm wohnen.